ticket for an airplane. Ain't time to take a fast train. How lonely days are gone. I'm going home. Oh, well, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much money I got to spend. Gotta get back to my baby again. How lonely days are gone. I'm going home. Oh, well, my baby, she wrote me a letter. When she wrote me a letter, she could not live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Here anyway. Andreas' Hoffnung, dass er eines Tages den Rollstuhl wieder verlassen könnte, schwand mit jeder Untersuchung. Der Beckenbruch verheilte nicht und eine Entzündung machte alles nur noch schlimmer. Doch das war nichts im Vergleich zum Gejammer und Gekeife seiner Frau. Er dachte ernsthaft daran, sich umzubringen, wusste bloß nicht wie, da seine Arme immer noch kaum zu gebrauchen waren. Außerdem hätte er vorher noch gern Hilde umgebracht. Was aber erst recht nicht möglich zu sein schien. Als Andreas glaubte, dass seine katastrophale Situation nicht mehr zu steigern wäre, begann Hilde im Kräuterlikör Trost zu suchen, den sie aber dort nicht fand. Im Gegenteil, eines Nachmittags weigerte sich der Taxifahrer, die beiden zum Krankenhaus zu fahren, weil Hilde ihn in ihrem betrunkenen Zustand wegen einer zweiminütigen Verspätung unflätig beschimpfte. Von da an bestand Andreas darauf, alle Termine nur noch auf den frühen Vormittag zu legen. Nach einem Telefonat mit der betrunkenen Mutter entschloss sich Simone zu einem spontanen Besuch bei den Eltern, die 200 Kilometer entfernt von ihr lebten. Ein Gestank nach Alkohol, Exkrementen und Schimmel schlug ihr entgegen. Andreas hielt sich nicht mit langen Vorreden auf. »Ich möchte sterben und du musst mir helfen«, sagte er zu Simone. Er hatte schon sämtliche Ärzte um diese Hilfe gebeten, doch in Deutschland ist Sterbehilfe verboten und kein Mediziner wollte ein solches Risiko eingehen. Der Johnny.
Sein Haar ist ergraut und kein Schiff will ihn mehr. Er sitzt und trinkt und manchmal singt der Johnny. Wir suchen noch nach weiteren Spuren und sind immer froh, wenn jemand noch irgendetwas beitragen kann, was die Vergangenheit so ein bisschen aufhält. Also im Museum haben wir versucht darzustellen, was ist typisch für diese Region gewesen und auch heute noch. Aber das hat sich schon sehr gewandelt. Jetzt kann man sagen, hat der Ort ja kaum eine Bedeutung. Das war vor gar nicht mal so langer Zeit noch ganz anders. Vor 2000 Jahren war hier noch das Urstromtal der Elbe. Dann hat sich die Oste durch Ebbe und Flut entwickelt und das prägt eigentlich diese Region. Wer siedelt sich an so einem Fluss an? Natürlich Schiffer. Vor 200 Jahren wohnten hier 25 Schiffer in diesem Ort. Kaufleute, die Oste war ein Strom, auf dem tüchtig gehandelt wurde. Drei Werften gab es und etliche Ewer, die die Waren transportierten. Ertragreich von Getreide und Viehwirtschaft. Ziegeleien waren ein Schwerpunkt. Im 19. Jahrhundert gab es 44 Ziegelbrennereien. War natürlich praktisch, die wurden direkt zum Fluss weiter transportiert. Wir hatten eine Fähre, das war natürlich wichtig. Eine Fähre bringt natürlich auch Geschäft. Das haben jetzt Kinder gemacht, das ist der erste Druck, fand ich ganz schön, so Musterbeispiele. Mhm. Guck mal, wie schön sowas wird, ne? Mhm. Ich finde es weiter, du kannst es bis zu einem gewissen Punkt unheimlich viele Varianten rauskriegen. Mhm. Und dazu lade ich euch ein. Das Zeitung? Ja, danke. Hier sind auch die zum Drunterlegen, ne? So, der habe ich schon mal so ausgeführt. Vorsichtig mit sanftem Druck zuerst, damit nicht die Farbe in die Rillen kommt. Über die Kante weg, mit kräftigem Druck, die Platte. Und jetzt ganz viele, also 3 bis 5. Fangen wir mit Geld an. Hier auf der, jetzt musst du festhalten. So, also das Drucken könnt ihr auch dann, ist auch die. Einer von uns ist ein Geist gekommen.
Wir fangen jetzt mit ein paar Vorübungen an, damit es auch wirklich ganz leicht wird für euch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist ganz einfach, ne? 1, 2, 3, 4. Aber das sieht doch schon ein ganzes Stück besser aus. Jetzt müsstet ihr Rücken an Rücken stehen zu eurem Partner. Hüfte, zurück, wärts, Hüfte. Genau, das ist jetzt das, was hinter den acht Stunden folgt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seit, rein, Hüfte, rück, wärts, Hüfte. Aber das sieht doch schon gut aus. Vorwärts, Ende, knitzen, rückwärts. Die Apokalypse kommt doch.